Ja, das ist mega cringe. Ah, das benutzen auch nur Kinder und da tanzen alle. Wer hat das Ding geschrieben? Ja. Ihr sitzt den ganzen Tag nur in eurem Kinderzimmer und tanzt vor eurem Handy rum. Falsch. Ich kann nicht tanzen. Also, ich mach's trotzdem. Ich hatte noch vor 3 Monaten Kinderzimmer. Hab ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe schon lange kein Kinderzimmer mehr. Die meisten von uns tanzen sogar gar nicht. Also ich tanze überall. Also früher war es wahrscheinlich so, dass man angefangen hat, im Zimmer Content zu drehen. Und es ist halt das Klischee, stimmt halt auch so ein bisschen. Aber heutzutage geht man auch viel raus, man trifft andere TikToker und man kann auch woanders überall TikToks drehen und so. Wir haben doch auch in der U-Bahn getanzt. Ja. Also, und das sah ganz gut aus. Danke. Die meiste Inspiration, die mir für Situationen, die ich in TikToks verarbeite, einfällt oder in die Hände fällt, das kommt tatsächlich vom Leben mit anderen und vom Interagieren mit anderen und nicht, wenn ich einfach nur in meinem Bett sitze. Also nicht nur im Kinderzimmer. Habt ihr auch noch einen richtigen Job? Also ich gerade nicht, weil ich habe gerade mein Abi gemacht und möchte jetzt anfangen zu studieren und das fängt gerade noch nicht an, deswegen habe ich dementsprechend gerade keinen anderen Job. Ich hatte ja noch bis Anfang des Jahres einen anderen Job, den ich nebenbei gemacht habe. Bis Ende, ja. Ihr sagt, Ende 2019 hatte ich einen, ja. Ja, aber ich dachte mir so, ich will das halt als Vollzeit machen. Ich habe studiert, beziehungsweise mein Studium auch abgebrochen wegen TikTok und jetzt mache ich das halt Vollzeit. Das ist auch super, super zeitintensiv, so der Job, sag ich jetzt mal, weil man da halt auch nicht so ein 9-to-5 hat oder so ein Wochenende mal frei nimmt oder so, weil du musst halt Content machen und jemand wartet auf dein Content und so. Es ist halt ein Job, der Spaß macht. Entertainment. So. Ihr habt nur mit TikTok angefangen, weil ihr Fame wolltet. Wie kann man da jetzt sympathisch drauf antworten? Auf keinen Fall. Alter, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein. Ich war halt vorher schon der kreative Mensch, war viel auf YouTube unterwegs, aber hat nie so diese Resonanz bekommen, die ich wollte. Ja. Hab dann bei TikTok angefangen mit einem Video und das ging halt voll ab auf einmal. Und ich dachte mir, oh cool, jemand schaut meine Videos und feiert das. Und deswegen habe ich dann angefangen weiterzumachen. Ich wollte einfach Leute zum Lachen bringen und das war auch ein kompletter Zufall, wie ich irgendwie an Reichweite gewonnen habe. Am Anfang machst du ja, wie jetzt heute auch, die Videos, weil es einfach Spaß macht. Ja. Ich habe eigentlich mit TikTok angefangen, um so meine Musik zu promoten, weil ich mache auch Musik. Aber ich hatte nie das Ziel, irgendwie dadurch irgendwie Fame zu werden. Es macht natürlich Spaß, wenn man sieht, dass es Leute gibt, denen das gefällt, was du machst. Also ich habe immer schon gerne Videos von mir gemacht und so. Und dann dachte ich mir, mach das halt auf TikTok und jetzt bin ich da. Auf keinen Fall wegen Fame, sondern eher, ja, weil man das selber lustig und gut findet, was man macht und das dann einfach mit Leuten teilen möchte. TikTok steht für mangelnden Datenschutz, Spionage und Zensur. Ja. Also Spionage, nee, glaube ich jetzt nicht. Nein, also ich glaube, es ist viel mehr so Fake News als Reality. Muss man selber wissen, ob man sich darauf einlässt, aber da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Wie viel Zeit verbringt ihr täglich auf TikTok? Oh. Ich bin schon sehr süchtig, muss ich sagen. Ich glaube, ein bisschen zu viel. Bei mir ist locker 10 Stunden, 8 Stunden mit Videos am Tag. Alles. Ja. Wenn ich 5 Videos am Tag drehe, locker. Get it live. Ich habe gar kein Leben mehr. Ich habe halt gerade nichts zu tun, deswegen können das schon so 3 bis 4 Stunden täglich sein, weil man natürlich auch nach Inspiration sucht. Wir sind der Creator, also. Es ist Analyse, genau. Bei mir war das so, bevor ich selber TikToks gemacht habe, habe ich mehr konsumiert. 2 Stunden bin ich safe auf TikTok. Nur? Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, bei mir 3, 4. Echt? Ja, nicht mehr. Wenn überhaupt, das ist schon viel. Also ich hatte mal so 8 Stunden oder so. Echt? Ja. Boah, das ist okay, das ist krass. Das glaube ich am Tag. Mhm. Stellt euch vor, TikTok wird in diesem Moment gelöscht und jetzt? Dann bin ich nicht mehr selbstständig. Ja. YouTube. Dann habe ich auf jeden Fall mehr Zeit für andere Sachen. YouTube, Twitch, Instagram, Musik. Das Szenario ist mir schon mal durch den Kopf gegangen, als in Amerika die Debatte war, ob man TikTok löscht. Ey, das war so schlimm. Aber wäre schon schade auf jeden Fall. Wir wollen gar nicht drüber nachdenken. Also TikTok bleibt bitte noch. Ja. Ja, das war die letzte Frage. Ja, Punkt. Fertig, so.